Ich begrüße euch, meine Lieben, zur Sternzeichenlegung für den Monat April 2024. Und hier geht es jetzt um das Sternzeichen Zwillinge. Wie gesagt, da können auch die Aszendenten, die Mond- und die Venuszeichen angesprochen sein. Das müsst ihr für euch immer entscheiden. Es gibt viele Menschen, die sagen, mein Aszendent entspricht mehr meinem Naturell. Und so ist es gemeint, entscheidet euch, was für euch der richtige, was da für euch zutreffend ist. So, ich habe schon Wortfindungsschwierigkeiten und ihr merkt an meiner Stimme, die ist nicht die beste. Deshalb habe ich mich auch für heute für eine andere Legeart entschieden, weil ich es nicht ganz ausfallen lassen wollte. Ist es etwas kürzer wie sonst gehalten. Aber ich hoffe, dass ihr damit trotzdem genauso viel anfangen könnt und stelle euch jetzt kurz vor, wie die Karten, welche Karten benutzt werden. Das heißt, es gibt hier aus vier verschiedenen Decks jeweils eine Karte. Und zwar einmal sehen wir, welches Krafttier euch begleitet in dem Monat April. Dann eine Karte aus dem Merlin-Orakel-Deck. Des Weiteren eine Karte aus dem Orakel der aufgestiegenen Meister. Und als letztes eine Karte aus dem Magie der Göttinnen. Des Weiteren gibt es dann vier Karten aus dem wunderschönen Deck Psycho Futura von Carola Winter. Könnt ihr erwerben über Winternet TV. Wunderschöne Karten, ich benutze sie jetzt häufiger, weil sie für mich sehr, sehr aussagekräftig sind. Und zu guter Letzt noch vier Karten aus dem Lenormand-Deck Epic Light von Kathleen Bergmann. Und ganz zum Abschluss gibt es dann noch eine Karte aus dem Seelensterne-Deck von Monas Seelensterne. Wunderschöne Karten, ein bisschen mehr auf Astrologie fixiert, aber mit den entsprechenden Erklärungen für die Häuser und Planeten habe ich festgestellt, dass das immer gerade für Monatslegungen wirklich passende und zutreffende Aussagen sind. Und deshalb würde ich die auch heute wieder zum Einsatz bringen. So, es gibt keinen Zeitstempel, nur noch der Hinweis, es ist eine allgemeine Legung, wie meine sonstigen auch. Horcht in euch rein, erkennt, was hier für euch passend ist und was nicht. Und ganz zum Ende hier natürlich noch mein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Leute, ihr habt mich unheimlich glücklich gemacht. Ich habe jetzt 1500 Abonnenten, freue mich darüber riesig. Und freue mich aber auch, und das darf nicht vergessen werden, über jeden Daumen hoch und wirklich über eure bezaubernden, liebenswerten Kommentare. Also ich bin wirklich manchmal sehr berührt von euren Aussagen und danke euch wirklich aus tiefstem Herzen. Und jetzt schauen wir, welches Krafttier begleitet die Zwillinggeborenen? Tja, das ist sehr interessant. Wir haben die Karte, leere Karte. Alles ist möglich. Erfasse den Raum. Alles ist offen, weit und grenzenlos. Du bist von wunderbaren Kräften umgeben und geschützt. Also mit anderen Worten, der Zwilling darf gespannt sein. Es kann ganz viel passieren. Oder es passiert ganz wenig. Alles ist möglich. Wichtig ist nur zu erkennen, du bist von wunderbaren Kräften umgeben und geschützt. Also egal, ob jetzt wirklich etwas Gravierendes oder auch gar nichts passiert, dann sei gewiss, dass auch du, wie gesagt, geschützt bist und dir damit auch nichts passiert. Und das ist dann wiederum beruhigend. Und hier haben wir Merlins Grab. Ewige Liebe und Trost.
Das ist der Ort, der in das ewige Leben führt. Hier kannst du innerlich Zwiesprache halten und dich mit den Seelen verbinden, die zu dir gehören. Liebe ist immer da. Sie leitet doch im sichtbaren und im unsichtbaren Raum. Ja, das ist so ein bisschen theatralisch ausgedrückt, würde ich fast sagen. Weil ich denke, es ist immer gut, auch an die Ahnen zu denken, an Menschen zu denken, denen wir uns verbunden fühlen. Das ist gar nicht die Frage. Aber ich denke, es tut auch nicht gut, sich zu sehr darin zu verfallen, also darin zu sehr zu verfallen, weil das kann einen auch seelisch runterziehen. Und das, glaube ich, ist hier nicht gemeint, sondern wir schauen mal, was das Büchlein sagt. Ein Tod ist immer ein neuer Anfang. Das ist meine Botschaft. Du erhältst Nachricht von mir, von einer lieben, verstorbenen Seele oder von deinem himmlischen Helfern. Manchmal ist ein Ende notwendig, um dich vor etwas zu bewahren. Daher sei nicht traurig, sondern sieh den Zauber, der darin für dich liegt und ein Segen für alle Beteiligten sein kann. Ja, genau das ist vielleicht das, was du dir vor Augen halten solltest. Der Tod ist immer ein neuer Anfang. Und damit ist auch nicht immer hier jetzt, dass der Tod eines Menschen gemeint. Das ist im Grunde genommen auch der Tod einer Situation, der Tod einer Phase. Man muss eben einfach, und das ist der gravierende Hinweis, man muss es loslassen, auch wenn es vielleicht schmerzt. Wo man sagt, ach Mensch, eigentlich finde ich das jetzt gar nicht toll, dass ich mich davon trennen soll. Erkenne trotzdem, dass es was Neues gibt, was hier auf dich wartet. Und nimm das Neue an und erfreu dich an dem, was da auf dich wartet. Das ist genau hier der entsprechende Hinweis. Und jetzt schauen wir, was wir hier, das waren zu viele, eine Karte hätte ich gerne, von den aufgestiegenen Meistern eine Karte bitte. Na, die sind ein bisschen widerspenstig hier. Das ist mir eine Karte hätte ich gern. Da ist sie. Mutter, Gattin, Schwester, Tochter. Lady Nada. Das heißt im Grunde genommen, wie die erste Karte. Alles ist möglich, muss aber nicht. Es ist, glaube ich, sehr unbefriedigend jetzt für euch hier diese Aussage. Aber andererseits hält sie auch vielleicht Positives bereit. Weil man muss es ja erkennen, dass hier die Überschrift war, dass es im Grunde genommen alles, was man zurücklässt oder was stirbt, birgt wieder etwas Neues. Bringe deine weiblichen und männlichen Energien ins Gleichgewicht, indem du täglich übst, zu geben und zu empfangen. Sei bereit, einer Frau in deinem Leben zu begegnen, die dich verletzt zu haben scheint. Eine dir nahestehende weibliche Verstorbene ruft dir vom Himmel zu, ich liebe dich. Also, denkt drüber nach, wer hier vielleicht von euren Ahnen euch näher ist, wie ihr bisher geahnt habt. Es ist hier ein Hinweis, dass ihr begleitet und beschützt seid von einem eurer Ahnen, die euch wirklich von Herzen lieben. Vielleicht habt ihr denjenigen gar nicht so bewusst wahrgenommen. Und es muss auch nicht, wie jetzt hier gesagt, wirklich eine Frau sein. Es kann genauso ein Mann sein. Es ist einfach
eine Person, die sich hier zeigen wird und zeigen soll. Und hier haben wir die Karte Morgan, die Rebellen. Ja, das entspricht so ein bisschen den Zwillinggeborenen, ne? Man ist so ein bisschen mit diesen Antworten jetzt vielleicht auch wenig befriedigt und denkt, meine Güte, was ist denn das jetzt heute, ja? Da entsteht sowas wie innere Rebellion. Und man denkt, nee, also das ist ja jetzt totaler Müll. Ich werde sofort mein Abo beenden. Aber diese Rebellion, die muss man einfach vielleicht auch mal auf andere Dinge umlenken. Erkennen, was ist wirklich wichtig. Das ist ja hier dieser Hinweis der leeren Karte. Erkennen, welche Kräfte um dich herum sind, inwieweit du wirklich beschützt bist. Andere Menschen haben kein Recht, dir zu sagen, dass du in irgendeiner Hinsicht schlecht bist, nur weil du anders bist. Anders ist gut. Anders macht dich besonders. Anders macht dich außergewöhnlich. In anders liegt deine Kraft. Lass dir das nicht nehmen. Und das ist genau passend zu all dem. Nämlich im Grunde genommen, wenn dich etwas belastet, wenn man sagt, hier muss etwas sterben, und da ist, wie gesagt, das Symbolische gemeint, um etwas Neues wachsen lassen zu können, dann ist das eine innere Rebellion, wo man sagt, nee, also das will ich jetzt alles nicht mehr so. Hier muss sich was ändern. Ich will, dass sich was verändert. Ich will raus aus dieser Opferhaltung. Ich möchte nicht nur für andere immer das Opfer sein oder immer bereit sein für all das, für all den Kummer und die Sorgen, die der oder diejenige mit sich rumträgt. Genau darauf weisen diese Karten hin. Das geht nicht. Und deshalb ist es Zeit zu überlegen. Vielleicht wird der eine oder andere von euch sogar überlegen, seinen Job zu wechseln, weil man an so einem Punkt ist, wo man sagt, das geht nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr und muss einfach loslassen. Schau genau hin, was du dir vorstellst und wo du hin möchtest. Denn wenn du hinschaust, genau hinschaust, wartet hier der Sieg. Das heißt, du kannst völlig ohne Ängste etwas loslassen. Du kannst rebellieren gegen etwas oder jemand, wo du das Gefühl hast, man schränkt dich ein. Man will dich bevormunden. Man will dir Raum nehmen. Verfall nicht in die Opferhaltung. Auch nicht, wie gesagt, im Job. Das wird die Minderheit sein. Aber auch der Hinweis ist wichtig. Wichtig ist nur, wirklich egal, was du hinter dir lässt und egal, wogegen du rebellierst. Am Ende gehst du als Sieger hervor. Und nur das, genau das ist es, was dich beflügeln soll. Und jetzt schauen wir, ja, das Lenormand zeigt im Grunde genommen auch dieses Opfer. Der Turm ist ein Zeichen, man hat sich distanziert, man hat sich zurückgezogen. Man lebt momentan in einem Rückzug. Aber hier mit dem Schlüssel heißt es, komm mal raus. Komm mal raus hier aus deinem Rückzug. Reiß mal die Mauern hier ein. Verlass mal diese Opferhaltung. Hier öffnen sich neue Türen mit dem Schlüssel. Mit Sicherheit wartet hier Neues auf dich. Du kannst es begrüßen. Du kannst dich drauf freuen. Du kannst es annehmen.
Geschenke und Einladungen sind hier auf dem Weg zu euch, um endlich wieder in eure gewohnte Ruhe und Harmonie zu finden. All das ist für euch bereit. Erkennt es. Und das war der gute Hinweis der leeren Karte. Alles ist offen. Es liegt in deinen Händen. Es liegt in deinen Händen, loszulassen, Neues freudig zu begrüßen und zu erkennen, anzuerkennen und wirklich bereit zu sein, dieses Neue anzunehmen. Ihr habt einen Monat mit dem April vor euch, wo man sagen kann, es wird in euren Händen liegen, diesen Sieg davonzutragen. Ihr entscheidet, wo ihr rebelliert und wo ihr bereit seid, loszulassen. All das liegt in eurer eigenen Entscheidung. Eine Karte hätte ich gerne. Und da zeigt sich die Karte Pluto. Pluto, der Planet. Und schaut euch, wie das wunderbar zu all dem, was ich hier gesagt habe, passt. Pluto ist der Planet der Transformation, der Umwandlung. Und das ziemlich radikal. Das heißt hier, man rebelliert. Man geht jetzt wirklich massiv dagegen vor. Und im Grunde genommen heißt das, geh den neuen Weg. Geh den neuen Weg, der sich hier eröffnet. Komm raus aus dieser Opferhaltung. Komm raus aus deinem Rückzug. Schau genau hin und öffne neue Türen. Komm in die Ruhe und in die Harmonie und erfreu dich an Einladungen und Überraschungen. Sei bereit für den neuen Weg. Liebe Zwillinggeborenen, ich wünsche euch einen fantastischen Monat April und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles Liebe für euch. Bis bald.